YouTube! Heute ist der 3. September. Es ist 5.30 Uhr. Und heute geht's nach Manchester. Oh mein Gott. Meine Nacht war super duper kurz. Ich bin seit 3.30 Uhr munter. Um 4:30 bin ich dann letztendlich aufgestanden. Dafür habe ich jetzt doch eigentlich, soweit es geht, halbwegs alles erledigen können. Gestern war ich noch etwas sehr angespannt, weil ich große Befürchtung habe, dass mein Koffer und mein Rucksack zu klein ist. Ja, ich glaube, es wird sich ausgehen. Trinke ich jetzt einfach noch meinen Kaffee, chill noch rum und dann geht's los nach Manchester und ich nehme euch natürlich überall hin mit oder überall, wo ich dran denke, dass ich euch mitnehmen könnte. Und mein Frühstück piepst gerade. Es ist soweit. Heute geht's nach Manchester. Crazy. Es geht los. Yes. Hier ist mein Koffer. Und hier ist mein Handgepäck. Ich hoffe, er ist nicht so groß. Ich habe das Gefühl, er ist, ja, er ist definitiv breiter als ich. Aber da ist halt mein ganzes Essen drinnen. Ansonsten, Check-in in der Früh mit dem Coach war gut. Form passt. Heute gibt es 235 Gramm Carbs. Freue ich mich schon drauf. Und jetzt geht's. Hier ist jetzt voll die YouTube-Gang. Einen wunderschönen guten Tag und gute Ehre. Herzlich willkommen zu Petra Brettis YouTube-Video. Yes. Hoffentlich geht es allen gut, ist alles fresh, alles ready und ihr seid gut am Start, guter Laune. Wir sind ready für Manchester. Ja, Manchester. Wir haben jetzt gerade noch einen Kaffee getrunken. Der Alex versucht, den Kellner zu holen, dass wir zahlen können. Und dann geht's. Den Kellner? Der kommt ja gar nicht aus Köln. Die Kaffee sind gut, ne? Geh, es geht ab. Hier sitzen. Was geht? Geh. Jetzt in Manchester angekommen, haben schon unsere Koffer geholt, haben uns was zum Essen besorgt und jetzt wollten wir gerade diesen PCR-Test machen.
aber da darf man eine halbe Stunde davor nichts essen, nichts trinken. Also wenn wir jetzt essen und dann eine halbe Stunde chillen und dann machen wir den Test und dann fahren wir in unsere Airbnb. Das heißt, wir sitzen jetzt hier herum. Yes. Am Bahnhof. Ah, irgendwo in Manchester. Da wollen wir dann einen Test machen. Und der arme Chris muss heute noch wie viel Gramm Carbs essen? 800 jetzt, aber jetzt gibt es mal hier, ich weiß nicht wie viele es sind, aber 200. Und dann schauen wir, was wir mit Bagels noch reißen können. Wir haben ja schon über Bagels gesprochen, heute gibt es ganz viele Bagels noch. Ja. nicht zu viele, aber. Wie geht's dir, Sophie, wenn du das hörst? Für mich gibt es Karotten und die sind so gut. Wir gehen jetzt erst einmal Essen einkaufen. Die Airbnb ist richtig, richtig cool. Jetzt zeige ich dann noch später einen kompletten Rundgang. Aber jetzt ist erst einmal Essen einkaufen. Und hier gehen wir in Gänsemarsch. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag. One day out. Check-in-Fotos habe ich schon gemacht. Form ist gut. Ich bin sehr zufrieden. Der Coach ist auch zufrieden. Und ich kriege heute richtig viel Carbs. Ich kriege heute 375 Gramm Carbs. Voll arg. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die am besten einteile. Hallo, ist der Chris. Wir gehen jetzt eine kleine Runde spazieren und holen uns Kaffee. Mich richtigen Kaffee und keinen Instant Coffee. Obwohl der Instant Coffee richtig gut ist. Ja, es ist. Für Instant Coffee ist er echt in Ordnung. Instant Coffee ist in Ordnung, aber es ist kein Kaffee. Hast du Caffeine Limitations for today? Nö. Nee. Ja. Ich glaube, wir fahren heute hoch. Echt? Wir haben ja Koffein downgetapelt und jetzt werden wir abtapeln als Natural Diuretic. Dann wird es richtig durchflutscht. Ja. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir so auf einen Gramm gehen heute. Das ist spannend. Schauen wir mal. Ja, also wir gehen jetzt Kaffee holen und dann gibt es die erste Portion Carbs in Form von Kohlenhydraten. Dann gehen wir trainieren. Ich freue mich schon extrem aufs Training. Ich freue mich auf das Gym, wo wir hinfahren werden. Und dann geht es in die Stadt. Auf den Kaffee wieder und dann Training am Abend.
Frühstück ist gegessen, 60 Gramm Haferflocken und eine ganze Banane sind drinnen. Ich habe heute richtig viele Carbs. Jetzt sind wir auch schon am Meal Preppen, haben wir auch schon erledigt. Und jetzt geht es dann ins Flex and Tones, ins Gym für eine Pumping Session. Ich freue mich schon extrem auf das Training heute. Und dann geht es eben danach in die Stadt. Ich habe nämlich Verwandte in England und die treffe ich dann nachher auf einen Kaffee. Ich freue mich schon sehr drauf. Und dann geht es eigentlich dann eh wieder zurück am späten Nachmittag. Alles fürs Tanning vorbereiten und dann geht es ins Tanning. Wie schaut der restliche Tag ansonsten aus? Form passt. Ja, Form passt. Inwiefern ich das selber beurteilen, ich kann es überhaupt nicht mehr beurteilen. Ich habe meine Gedanken springen hin und her. Irgendwie finde ich es gut und irgendwie frage ich mich, ob es reichen wird oder sonst irgendwas. Ich versuche halt einfach nicht großartig drüber nachzudenken und einfach Valentin ist zufrieden, also Coach ist zufrieden und von daher bin ich halt auch zufrieden und mich einfach darauf konzentrieren und halt versuchen, alle Dinge so gut es geht umzusetzen. Ansonsten gab es folgende Anpassungen noch. Salz soll ich bei den ersten 4 Meals essen, beim letzten Meal, ich habe immer 5 Mahlzeiten am Tag, beim letzten Meal Salz weglassen. Flüssigkeit konstant halten, über den Tag verteilt und Schritte auch konstant halten wie die letzten Tage, also 11.000, 12.000 Schritte. Das sollte ich aber eigentlich eh relativ problemlos hineinbekommen, weil ich jetzt ja schon eine kleine Runde spazieren war und dann halt in die Stadt fahre, also und dann Tanning, also das sollte eigentlich eh dann relativ easy peasy drinnen sein. Ansonsten geht es mir momentan ziemlich gut. Gestern war ich am Abend sehr kaputt und sehr erledigt von der ganzen Anreise. Schlaf war semi. Also ich bin heute um 3:15 aufgewacht circa. Habe ich dann versucht, ein bisschen zu beschäftigen und halt zu warten, bis der Tag starten kann quasi. Aber ansonsten geht es mir echt gut, bin guter Dinge, bin gut drauf. Aber ich bin generell in der Früh immer gut drauf. Ich bin einfach ein Morgenmensch. Abends bin ich, schauen wir mal, wie es mir am Abend geht. Ja, Einwaage war heute tatsächlich ein bisschen niedriger, also 52,8 Kilo. Die ganze Woche war ich eher bei so 53,5. Ja, was auch immer das zu bedeuten hat. Der Coach ist zufrieden, wie gesagt. Ich bin happy, dass ich jetzt Carbs kriege und jetzt geht's ins Training. Und ich nehme euch natürlich mit, weil das ist ein ziemlich crazy Gym, ziemlich abgefucktes Gym. Ich freue mich extrem. Ein bisschen durchpumpen, freue mich auf das Feeling, weiter ein paar Fotos machen und dann, wie gesagt, geht's wieder her. After Workout und dann in die Stadt. Yes. Ah ja, und übrigens, das ist mein tolles Zimmer. Genau. Das ist mein Bett. Ich liebe Backstein. Oh mein Gott, ich liebe alle Häuser hier. Es ist so hübsch, so cool. Also das ist mein teeny tiny kleines Zimmer. Dann nehme ich euch mal, zeige ich euch die restliche Airbnb. Wir sind quasi oben. Hier haben wir das Badezimmer. Also das Badezimmer Nummer 1. Mit Dusche. PC, Schlafzimmer von Sophie und Alex, Schlafzimmer von Chris und Melly, da ist dann nochmal ein Badezimmer drinnen und dann geht's die Stufen runter, die ultra steil sind. Ich hätte mich gestern schon fast aufzart. Hier geht's ins Wohnzimmer, Essensbereich. Dere. Hier ist die Küche. Chris ist am Meal Essen vorbereiten. Hier ist... Man muss dazu sagen, ich habe heute 14 Gramm Salz bis 3 Uhr. Bis 3 Uhr. 14 Gramm Salz. 3 Meals. Also eins jetzt, eins um 12, eins um 3. Das heißt, in jeder Mahlzeit kannst du ja ausrechnen. Weißt du, wie viel da jetzt in die Oats drin ist? Da war so viel Chunky-Kleber, oder? Ja. Haben wir ja Chunky-Kleber, oder? Da, irgendwo habe ich von der Packung gesehen. Keine Ahnung, wir haben das gehört. Haben wir Chunky-Kleber? Hier kocht der Reis für Alex und für mich. Hier sind 2 Kilo Hühnchen für uns alle für die nächsten Tage. Küche, Essen. Und hier geht's
zur Terrasse, wo ich heute meine Check-in-Bilder gemacht habe. Genau, und schaut sich diese Backsteinhäuser an. So pretty. Yes. Also, das war jetzt unsere Airbnb. Und jetzt werden wir dann bald unseren Uber bestellen und dann geht's ab ins Gym. Freue mich schon, wird cool werden. Yes. Wie ihr da hinten sehen könnt, sind wir jetzt schon beim Tanning. Das ist in einem Gym. Die Burschen sind jetzt dran in ca. 10 Minuten. Ich werde dann noch ein bisschen herumchillen, weil ich bin dann um 6 Uhr dran. Ja, um 6 Uhr dran. Dann kommt die erste Schicht drauf und dann geht's ab nach Hause, werden weiterhin herumchillen und dann letztes Meal essen für heute. Ich bin jetzt schon ziemlich voll von dem ganzen Reis heute. Ja, und dann geht's morgen ab. Morgen geht's sehr, sehr früh los. Gott sei Dank. Das heißt, ich muss mich nicht allzu lange beschäftigen. Bis jetzt geht's mir ganz gut. Es ist noch immer ein bisschen so ein Hin und Her und mal freue ich mich, mal freue ich mich weniger. Teilweise, ja, auf und ab. Aber ich nehme euch jetzt mal kurz mit hinein und zeige euch mal das Gym. In England muss ich mich geil finden für den Gym. Dass du in England bei den Gyms geil findest, dass du nicht für jeden Gym einen Pre-Workout kaufen kannst. Ja. Das fehlt halt so.
Da oben ist dann das Tanning. Wie war's? War geil. War gut. War geil. Sehr, sehr geil. Bisschen kalt. Ja. Also, wenn angespielt wird, so ist der erste Sprung. Ja, ja. So, bend over, please. Ja, okay. Ja, ja. And squat. Ja, cool. War echt gut. Nee, muss ich sagen, für das Video. Ja, war super. Also, die erste Pappschicht ist drauf. Fuck, ich schau gerade orange aus, aber das ist wegen dem T-Shirt, oder? Ja, deswegen ein T-Shirt, ja. Deswegen tragt man keinen verwandelnden Posen. Fuck, war eine richtig orge Erfahrung. Ich bin jetzt braun. Ich bin braun. Ja. Bin gespannt, wie es dann morgen ausschaut. Jetzt haben wir ein Uber bestellt und fahren heim. You just go in, genau. Ja. Sorry? You just go in. Ja. Schauen wir mal. Jetzt muss ich oben aber mitfilmen. Das gibt's ja nicht. Boah. Ich bin grad. Brust kommt arg raus. Ich finde, jetzt kommen endlich die Beine ein bisschen. Wow. Dreh dir ein bisschen mehr ins Licht rüber zu mir, dann sieht man es nur ein bisschen besser, glaube ich. Ja, voll. Boah. Boom. Die Wand. Schade, dass die nicht so richtig bewertet werden, aber eigentlich komplett Banane sind. Gehört zum Gesamtpaket. Gehört zum Gesamtpaket dazu. Yes. Also, erste Farbschicht ist oben. Ich bin gerade richtig happy und gut drauf. Jetzt machen wir noch die letzten Check-in-Fotos für heute Abend, weil gerade noch draußen ziemlich geiles Licht ist. Und dann gibt es das letzte Meal. Ich bin ziemlich voll vom ganzen Essen heute, aber ich freue mich jetzt noch auf das letzte Meal. Es gibt einen Bagel mit ganz viel Erdnussbutter. Und dann schauen wir mal, was der Coach heute sagt, und dann muss ich versuchen zu schlafen. Schauen wir mal, wie es wird. Yes. Und dann werden wir sehen, Alex vertreiben. Damn, Alex. Bühne frei. Bühne frei. Bühne frei. Die Bühne frei für die Petra, und ich mache mir einen Brei, nämlich einen Reisbrei. Du hättest es sagen lassen für später. Dann hätte sie gerannt. Ich fühle mich gerade richtig, richtig gut. Normalerweise tue ich mir am Abend bei den Check-in-Bildern immer extrem schwer, die Spannung aufzubauen, vor allem in den Beinen. Aber jetzt gerade, es läuft. Ja? Es läuft richtig, richtig geil, und jetzt mache ich noch meine Kür durch. Boah, ist das geil. Mein Herz, sollst du denn dein Essen aufbauen? Ja, stimmt schon. Es ist jetzt... Ich habe keine Ahnung, wie spät. Kurz vor 9, glaube ich, oder sowas. Der Tag ist vorbei. Es war ein richtig, richtig cooler Tag. Ich habe jetzt gerade meine Sachen gepackt für morgen und die Leintücher
für meinen Schlaf heute. Liegen auch schon bereit, damit ich quasi die Bettwäsche nicht dreckig mache. Und ja, werde jetzt dann noch ein bisschen lesen und dann versuchen zu schlafen, runterzukommen. Gefühle sind gerade wieder... Also als ich nach Hause gekommen bin, war ich extrem hyped und urfroh und excited irgendwie. Und jetzt kommt gerade wieder ein bisschen so dieses... Ich will nicht sagen Zweifel, aber so ein bisschen so doch ein bisschen so eine Unsicherheit. Wird es gut genug sein? Werde ich mithalten können? Ich meine, letztendlich bin ich eh, also ich, die Prep war bis jetzt so eine coole Erfahrung und ich mache es sofort wieder. In der Sekunde, also da gibt es gar keine Überlegung und ich freue mich schon extrem auf den Tag und ich werde ihn einfach nur genießen und mich gut fühlen, es einfach Haare, Make-up, das Gesamtpaket sehen, quasi finale Farbschicht drauf und dann auf der Bühne stehen und das einfach enjoyen und genießen und mich nicht mit den anderen vergleichen, mich nicht zu fragen, ob die besser sind oder schlechter sind oder sonst irgendwas, sondern einfach nur in dem Moment leben und es genießen. Ja, ja, dann ansonsten vielen, vielen Dank wieder fürs Einschalten, fürs Mitfiebern, für all die coolen Nachrichten, die ich jetzt die letzten zwei Tage bekommen habe. Ich versuche wirklich allen irgendwie zu antworten, auch wenn es teilweise etwas kurzbündig ist momentan. Es ist einfach alles in Summe ein bisschen viel, aber ich genieße es. Es ist richtig, richtig cool und ich freue mich extrem über diesen immensen Support, den ich von allen Seiten bekomme. Ja, die nächste Folge wird eine extra Folge werden zum Showday. Und ja, morgen ist soweit. Dann vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für den ganzen Support. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr einen Daumen hoch gebt für diese Folge, den Kanal abonniert, einen Kommentar hinterlässt. Ja, yeah, I appreciate it wirklich sehr. Man merkt, ich bin gerade etwas überfordert, deswegen höre ich jetzt auf zu labern. Bis morgen zum Showday, zu meinem allerersten Bodybuilding-Wettkampf. Bis zum nächsten Mal.